Mit Pokémon Karmesin und Purpur wirft Nintendo die nächste Edition der Hauptreihe der Taschenmonster-Serie in den Kampf. Nach Legenden Arceus, das das Pokémon-Prinzip aufbrach und das Fangen anstelle des Kämpfens in den Vordergrund rückte, soll der neue Teil wieder auf die klassische Schiene setzen. Die Tradition soll jedoch nicht vollständig bewahrt werden, denn mit drei verschiedenen Story-Abschnitten soll für mehr Abwechslung in der jetzt offenen Pokéwelt gesorgt werden. Wie die Neuerungen aussehen und wie sie sich in die bekannte Formel integrieren, konnten wir beim Anspielen rausfinden. Fangen wir bei den schon immer vorhandenen Arenen an. Bisher war deren Verlauf immer sehr ähnlich. Wir kämpfen gegen ein paar Trainer, arbeiten uns hoch bis zum Leiter und besiegen ihn, um einen Orden zu bekommen. Dazu sind die Hallen gerne mal mit kleinen Rätseln versehen, die wir nach ein wenig Knobeln lösen. Im Rahmen der Demo durften wir eine neue Arena testen, in die wir zunächst gar nicht eintreten durften. Denn zuerst müssen wir 10 Sonnenkern-Pokémon finden, die in der Stadt versteckt sind. Dabei ist versteckt ein großes Wort, denn lange suchen müssen wir die kleinen Monster nicht. Haben wir alle gefunden, dürfen wir im Kampf gegen den Leiter antreten. Alle Aufgaben, um unsere schönen Orden zu verdienen, sollen sehr unterschiedlich sein. Welche Herausforderungen auf uns zukommen und wie schwierig sie noch werden, wissen wir aber erst, wenn wir das fertige Spiel in Händen halten. Den zweiten Pfeiler des Spiels stellt die Suche nach den Titanen-Pokémon dar. In verschiedenen Zonen des Spiels tummeln sich riesige Versionen von Pokémon, die wir mit Hilfe von Tipps der NPCs in der Nähe finden können. Beim Anspielen müssen wir die riesige Krabbe Klippe finden, die sich lustigerweise an einer Klippe befand. Einmal gefunden, startet ein klassischer Kampf gegen den Giganten. Nachdem wir seine Lebensleiste dezimiert haben, rennt die Giant Enemy Crab weg und wir müssen sie verfolgen. In seinem Versteck angekommen, kämpfen wir erneut gegen das Clownvieh, dieses Mal jedoch mit einem Charakter an unserer Seite, der uns mit seinen Pokémon gegen den Riesen hilft. Anschließend bekommen wir eine Belohnung, über die wir zwar noch nicht berichten dürfen, die sich aber auf jeden Fall bezahlt macht. Sehr motivierend, denn mehr spielerische Möglichkeiten sind immer gerne gesehen. Der dritte Story-Part sind Kämpfe gegen das befeindete Team Star. Jedoch sind die Kämpfe gegen die Rüpel nicht wie gewohnt im klassischen Pokémon-Stil. Normalerweise sind wir seelenruhig in die Basen gelatscht und haben ein paar Mitglieder fertig gemacht, um schlussendlich gegen eine höher gestellte Person zu kämpfen. Dieses Mal wird aber ein völlig neues System verwendet. Wir marschieren durch die Team Star-Basis und werden regelrecht von Pokémon aus Bällen feindlicher Trainer bombardiert. Zum Glück haben wir jedoch unsere eigenen Taschenmonster dabei, um den Angriffen etwas entgegenzusetzen. Wir werfen unsere Mitstreiter per Tastendruck einfach in die Nähe der feindlichen Pokémon und sie erledigen den Rest. Um die Challenge erfolgreich abzuschließen, müssen wir eine bestimmte Anzahl von Gegnern in einer festgelegten Zeit besiegen. Anschließend gibt es dann einen Kampf gegen den Leiter der Basis, in diesem Fall Feuerfurie Mela. Ob sich das System bewähren kann, können wir an diesem Punkt noch nicht sagen, denn in unserer Version hatten wir schon Pokémon mit einem recht hohen Level, sodass die Herausforderung kaum als solche zu bezeichnen ist. Neue Systeme in traditionsreichen Reihen sind jedoch stets erfrischend. Aber wie läuft's jetzt eigentlich in der offenen Spielwelt auf dem Kontinent Paldea? Die Umgebung in Pokémon war prinzipiell schon immer recht offen, jedoch waren die Wege, über die wir zu verschiedenen Orten gelangten, stets ziemlich linear, unterbrochen von ein paar Abzweigungen, die wir nebenbei abgrasen konnten. Diese Linearität wird jetzt endgültig aufgebrochen. Wir dürfen in der Demo nur einen kleinen Teil der Karte erforschen, der ist jedoch ziemlich überzeugend. Da gibt es natürlich einen Haufen neuer Pokémon, die wir fangen und bekämpfen, die aber wie in vorherigen Spielen leider keinen Aufgaben nachgehen. Teilweise wirken sie einfach zufällig platziert, was schade ist, da das der eigentlich gut gelungenen Immersion schadet. In Elden Ring oder Breath of the Wild etwa verfolgen Gegner zwar nicht immer, aber oft ein Ziel. Für unseren Entdeckergeist werden wir mit Items oder neuen Pokémon auf dem Weg belohnt, damit wir am Pokéball bleiben. Die Städte, die wir besuchen dürfen, sind aber das wahre Highlight des Spiels. Besonders in Legenden Arceus war die Hauptstadt sehr leer und leblos. Umso lebendiger und farbenfroher wirken die Städte jetzt in Pokémon Karmesin und Purpur. Die Ortschaften, also zumindest die, die wir sehen durften, sind thematisch passend gestaltet und wirken einladend. Eine davon ist beispielsweise eine Künstlerstadt und strotzt nur so von schönen Skulpturen, Blumenbeeten und weiteren Kunstwerken, die wir betrachten können. Dazu befinden sich überall Charaktere, die uns irgendwas über die Stadt erzählen. Obendrauf ist die auch noch mit Ständen gefüllt, an denen wir uns verschiedene Power-Ups in Form von Eis, Waffeln und weiteren Genussmitteln zu Gemüte führen können.
Was diese Power-Ups genau bringen, dürfen wir euch noch nicht verraten, jedoch helfen sie auf jeden Fall, die Welt lebendiger und realer wirken zu lassen. Der neue kooperative Mehrspieler-Modus dürfte ebenfalls eine Freude werden, wenn auch eine beschränkte. In Karmesin und Purpur ist es uns möglich, die Poke-Welten von anderen zu betreten, zusammen herumzulaufen und gegeneinander zu kämpfen. Hier hören die Möglichkeiten aber fast schon wieder auf. Wir können beispielsweise keine Kämpfe gegen wilde Pokémon oder Trainer gemeinsam bestreiten, wir können uns lediglich gegenseitig dabei zuschauen. Was als Team möglich ist, sind Raids, die es so auch schon in Pokémon Schwert und Schild gab. In Echtzeitkämpfen versuchen wir, eine mächtige Version eines Pokémons zu besiegen, damit wir anschließend die Chance haben, es zu fangen. Dabei verfügen die Raid-Bosse über die Fähigkeit der Terra-Kristallisierung, mit der sie ihr Element wechseln können, um auf eine andere Stärke, aber auch Schwäche zu wechseln. Ein interessantes Konzept für die besonderen Pokémon, über die wir praktischerweise auch verfügen können. Diese Kämpfe sind auch über ein Menü zusammen bestreitbar, sodass wir nicht zwingend in eine andere Spielerwelt reisen müssen. Das gleiche gilt für Kämpfe gegen andere Spieler oder Tauschgeschäfte. Es gibt nette Features, beispielsweise können wir im neuen Kameramodus Bilder von uns und unseren Freunden schießen oder gemeinsam ein Picknick abhalten. Das sind zwar nette Boni, jedoch bauen sie auf keinem wirklich starken Fundament auf. Mit Multiplayer-Ideen, die es bereits in vergangenen Editionen gab, könnte man den Modus interessanter gestalten. Beispielsweise konnten wir in Rubin und Saphir geheime Basen bauen, die andere Spieler in ihrer Welt suchen konnten. Da es bisher scheint, als würde es nichts dergleichen geben, bleiben uns nur Picknicks und Selfies als Trost. Auch hilft nicht, dass zumindest in der Preview-Version des Spiels die Framerate ordentlichen Radau macht, sobald wir zu viert in einer Spielwelt unterwegs sind, besonders wenn es regnet. Generell ist die technische Seite des Spiels, naja, zumindest ausbaufähig. Auch im Singleplayer brach die Framerate immer wieder spürbar ein. Ebenfalls nervig, viele Gegenstände, Pokémon und Details wie Gräser sind erst sichtbar, wenn wir kurz vor ihnen stehen. Texturen in nicht allzu weiter Ferne verlieren schnell an Schärfe und Qualität. Dazu ist Kantenglättung kaum vorhanden, die meisten Ränder und Übergänge sehen sehr eckig und pixelig aus, was gerade bei so einem Blockbuster-Spiel schlicht nicht sein muss. Sehr schade angesichts der eigentlich schönen Spielwelt. Immerhin, die Animationen von Laufen bis hin zum Reiten sehen gut aus. Außerdem sind Übergangsscreens vor Kämpfen Geschichte. Wir kämpfen an Ort und Stelle gegen Pokémon ohne Unterbrechung im Spielfluss. Viele Fans beschweren sich mittlerweile darüber, dass die Pokémon-Reihe sich kaum an neuen Systemen versucht und die Hauptreihe repetitiv ist. Pokémon Purpur und Karmesin versuchen aber spürbar, einige Aspekte neu und innovativ zu gestalten. Die offene Spielwelt, die neuen Arenen, Giganten-Pokémon und die Auseinandersetzungen mit Team Star sind willkommene Versuche, etwas mehr Würze in die alte Suppe von Oma zu bringen. Ob diese Neuerungen am Ende aber genug sind und über die Spielzeit hinweg gut funktionieren, das steht noch in den Sternen. Der Koop-Modus ist ein lang ersehnter Traum von vielen Trainern, auch wenn die Funktion unserer Meinung nach noch etwas Feinschliff benötigt. Alteingesessene Fans, die sich von der Reihe mittlerweile abgewandt haben, können hier einen guten Wiedereinstiegspunkt finden, sofern sie über die wahrscheinlichen technischen Probleme hinwegsehen können. Pokémon Karmesin und Purpur erscheint am 18. November exklusiv für Nintendo Switch. Werdet ihr euch in die offene Welt von Paldea begeben oder reicht euch Pokémon Go zum Reisen? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst uns auch gerne ein Abo und ein Like da. Und damit ihr nichts mehr aus der Welt der Videospiele verpasst, checkt pcgames.de.